Ruhe eins und ein bisschen Geduld. How to make Nudels. Nein, wir tun es nicht ins Internet, wir tun es auf Snapchat. Hast du es auf dem kleinsten? Und hast du umgestellt? Nein. Ja. Also jetzt machen wir zuerst so flache Dinger an. Und nachher tun wir es umstellen. Dann machen wir Spaghetti. Ja. Nicht Spaghetti. Ja, wir machen Tagliatelle. Ah, Tagliatelle. Okay, die da. Gut. Also wann? Stufe 6 anfangen und dann gehen wir bis aufs 3. Aber. Okay. Und von welchem YouTube-Video ist der Teig? Ja, so schön. Die einen essen wir und die anderen trocknen wir. Ja, bravo. Das ist schon lange, oder? Ja, das stimmt doch. Ja, da essen wir sicher. Aber was mit? Das ganz kurz warten. 2 Minuten. Ja, und dann mit der Soße noch mal fertig, genau. Aber wir haben erst so einen grossen Teller gehabt. Du musst auch nicht den Teller essen, du musst da drauf essen. So ein voller Teller. Das ist vielleicht ein bisschen mehr. Ja gut, und dann die Pasta mit den Eiern. Es geht schon langsamer, oder? Ich wollte ja nur sehen, wie es innen aussieht. Hami. Gegen 20 Grad minus. Wunderschön. Ich muss jetzt hier noch mein Kabel vergraben. Da denn's. Bei meinem Arbeitsstart heute Morgen hat mich Jörg noch darauf hingewiesen, der Holocaust war nicht vor 100 Jahren. Letzten Dienstag hat mich der Sozialarbeitsprofessor Jan Wirth gefragt, ob ich für ein Menschenrecht auf Zuwendung sei. Natürlich habe ich Nein gesagt, aber erst heute Nacht ist mir ein zweites Argument eingefallen. Also, welcome to the German Speaking Part of Europe. Ich bin jetzt bereit, bevor die vielen Gäste kommen. Ah, ah, geil. So schön. Ah. Das entscheidende Argument. Ein Recht auf Zuwendung müsstest du ja einklagen. Du als Kind, du als demente Person, du als überflüssiger Mensch. So, das ist der Clou am Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Oh, da stellt gleich der Lift ab. Okay, ich muss nichts tun. Eben, weil jene Person, welche die Würde des Kindes, des alten Menschen, der überflüssigen Person antastet, die sind in der Anklage. Das ist der Clou. Heute wurde ich hier in Dadens schon dreimal mit Bügelgeber begrüßt, aber auf die Bank, da sitzen sie dann drüber, dort bei Dekadenz, beim Jörg. Ja, hallo. Dadens, kannst du ziehen? Okay. Also und was hatte ich noch auf der Liste? War es nicht Oktober, wo noch CEO Catherine Mahir mitgeteilt hat, dass Wikipedia jetzt eine Kooperation mit der WHO eingegangen ist? Und gestern nun ein Tweet von Wikimedia-Account, wo bestätigt wird, dass ein Ex-CEO von Creative Commons jetzt bei Wikimedia... Oh mein Gott. Wenn in der Wikipedia steht, was die WHO verkündet hat, ja, dann ist sie halt einfach ein Verkündigungsorgan der WHO.
So. Dann ist schon der Name Enzyklopädie fragwürdig. Aber mindestens dann müsste man sagen, es ist eine offene Verkündigungsorgan. Wie verrückt ist das? Kurz vor dem 20. Geburtstag und nach dem 20. Geburtstag mit Hunderten von massenmedialen Berichterstattungen über Wikipedia verkünden die Professionellen das Ende der Wikipedia. Es ist so krass. Jetzt werde ich hier oben gleich abgelöst. Ich lade das ganze Ding noch schnell hoch. Im Namen des Herzens, der Wut und des Zorns geht hinein. Unruhe.